Normalerweise können Sie bei der Steuer ja alles absetzen, was mit dem Beruf zusammenhängt. Wenn Sie mit dem Auto zur Arbeit fahren, das Kilometergeld, der Computer oder die Fortbildung. Was aber gilt, wenn Sie bei der Arbeit jemanden umbringen? Das hängt ja auch mit der Arbeit zusammen. Dann stehen Sie als nächstes vor Gericht. Da brauchen Sie einen Anwalt und müssen die Kosten für das Gericht bezahlen. Können Sie das dann von der Steuer absetzen? Hallo, schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Steuerrechtskanzlei TaxPro in Frankfurt am Main. Ich habe für Sie zwei der wichtigsten Gerichtsurteile rausgesucht zum Thema, ob Sie den Mord von der Steuer absetzen können. Genau genommen die Kosten danach für das Gericht und den Anwalt. Das erste Gerichtsurteil ist eins vom Finanzgericht aus München. Finanzgerichte entscheiden ja immer, ob sie was bei der Steuer absetzen können. Da ging es um einen Mann, ein junger Mann, 28 Jahre alt. Und der hat eine Straftat begangen. Ich lese Ihnen mal vor, was das Finanzgericht dazu in seinem Urteil schreibt, was der gemacht hat. In seiner Wohnung erschlug er eine Bekannte mit einem Hammer, zerkleinerte die Leiche mit einer Säge und schaffte sie fort. Später vergrub er die Leichenteile. Die seinem Opfer gehörenden Gegenstände und die Spuren der Tat in seiner Wohnung beseitigte er. Die geplante Flucht scheiterte. Zitat aus dem Urteil Ende. Das Landgericht, was die Strafe beurteilt, das hat den Mann verurteilt zu 12 Jahren. Wegen Totschlag, nicht wegen Mord. Und die Mutter, die hat die Anwaltskosten dafür bezahlt, für den Gerichtsprozess vor dem Strafgericht. Das war damals sehr viel Geld, es waren 10.000 Mark. Und die wollte sie von der Steuer absetzen. Sie hat argumentiert, das ist ja im Endeffekt eine außergewöhnliche Belastung. Ähnlich wie die Krankheitskosten zum Beispiel, wenn Sie auf einer Arztrechnung sitzen bleiben, was die Krankenkasse nicht erstattet. Außergewöhnliche Belastungen, die können Sie ja bei der Steuer absetzen, weil die zwangsläufig sind. Sie können sich, so nennen wir Steuerrechtler das, den Kosten nicht entziehen. Und so hat die Mutter argumentiert, ich konnte mich diesen Verteidigungskosten für meinen Sohn auch nicht entziehen. Ich musste das machen, ich hatte keine andere Wahl. Und genau deswegen will ich die von der Steuer absetzen. Das Finanzgericht in München, das hat dazu gesagt, also Moment mal, der junge Mann, der war ja 28 Jahre alt, der war also volljährig. Die Mutter hätte die Kosten also gar nicht bezahlen müssen. Und entscheidendes Kriterium für das Urteil ist, das war eine besonders sozialwidrige Tat. Und genau deswegen erlauben wir als Richter beim Finanzgericht in München nicht, dass sie die Kosten von der Steuer absetzen darf. Das Ganze ist dann nochmal in die Revision zum Bundesfinanzhof gegangen. Der hat aber auch gesagt, genau dasselbe wie die erste Instanz. Nee, dafür gibt es keine Absetzbarkeit bei der Steuer. Also beim Totschlag, da können Sie die Kosten für den Gerichtsprozess, für die Verteidigung und die Gerichtskosten nicht von der Steuer absetzen. Aber wie schaut es denn beim Mord aus? Genau darum geht es in dem zweiten Gerichtsurteil, was ich für Sie vorbereitet habe. Das ist eine Sache, die auch bis zum höchsten Steuergericht, dem Bundesfinanzhof in München, gegangen ist. Da hat eine Frau als Altenpflegerin gearbeitet, inoffiziell. Sie hat es nicht bei der Steuer angegeben, hat aber damit Geld verdient. Und sie hat den Menschen, die sie gepflegt hat, betreut hat, die hat sie bestohlen, hat ihnen Geld und Wertsachen gestohlen und sie danach getötet. Dafür hat die Frau 2-mal lebenslänglich bekommen, als Strafe vor dem Strafgericht. Und sie hatte hohe Anwaltskosten, über 60.000 Euro waren das. Die wollte sie von der Steuer absetzen. Und sie hat es auch begründet. Sie hat gesagt, ich habe die Morde ja während der Arbeit begangen. Die Arbeit habe ich zwar nicht beim Finanzamt angegeben, die sind mir aber drauf gekommen. Es gab ein Steuerstrafverfahren wegen Steuerhinterziehung, zusätzlich zur Anklage wegen Mordes. Und das Ganze ist bei der Arbeit passiert. Ich bin Altenpflegerin und habe als Altenpflegerin Diebstahle, Unterschlagungen übrigens auch und eben die Morde begangen. Also will ich das absetzen, ähnlich wie die Werbungskosten oder die Betriebsausgaben, die Angestellte und Selbstständige bei der Steuer absetzen können. So will ich das abgesetzt haben. Das Finanzamt hat das aber nicht eingesehen und so ist die Sache vor Gericht gelandet und bis in die höchste Instanz zum Bundesfinanzhof gegangen. Was glauben Sie, was die Richter ganz oben in München entschieden haben? Die haben gesagt, also so mit der beruflichen Tätigkeit als Altenpflegerin hat das ja nicht direkt zusammengehangen. Es ist nicht in Ausübung, das ist der steuerliche Terminus, das Keyword, was Sie sich merken sollten. In Ausübung der beruflichen Tätigkeit als Altenpflegerin ist das nicht passiert. Die Diebstähle, die Unterschlagungen, die Morde, sondern
Es ist rein aus persönlicher Habgier passiert. Und genau deswegen hat der Bundesfinanzhof gesagt, das ist quasi angelegentlich der beruflichen Tätigkeit gewesen. Egal, ob die Frau das bei der Steuer angegeben hatte oder nicht. Aber sie kann es nicht absetzen, was sie dann für die Verteidigung im Gerichtsprozess an Kosten hatte. Sie sehen also, den Mord können Sie nicht von der Steuer absetzen, also was an Kosten für Verteidigung und Gerichtsprozess auf Sie zukommt. Aber sobald es nicht um Mord und Totschlag geht, sobald es zum Beispiel um Steuerhinterziehung geht, da brauchen Sie ja auch Verteidigung vor Gericht. Da können Sie die Kosten eben doch von der Steuer absetzen, unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Ich hoffe, es hat Sie wie immer schlauer gemacht heute hier auf dem Kanal und wir sehen uns schon ganz bald wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Ciao.